Hey, heute möchten wir euch erklären, wie man den Flächeninhalt einer Raute berechnet. Um den Flächeninhalt einer Raute zu berechnen, zeichnet man als erstes die Diagonalen in die Raute ein. Die Diagonalen heißen E und F. E ist die senkrechte Diagonale und F die waagerechte Diagonale. Dann schneidet man eine gleich große Raute in vier gleich große Dreiecke. Aus einer Raute werden vier Dreiecke. Dann legt man die vier Dreiecke so an die Raute an, so dass ein Rechteck entsteht. Nun werden die Werte von E und F multipliziert. Da wir zwei Rauten verwendet haben, teilen wir die Fläche des Rechtecks durch 2. Die Formel der Raute ist A gleich E mal F geteilt durch 2.